Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir im Schwimmbecken. Es gab ein paar viele Anfragen, ob ich vielleicht nochmal anhand meines Schwimmstils zeigen kann, wie genau die Kraulatmung geht. Los geht's! Ich habe dazu ja schon einiges erzählt, wie das aussehen muss. Wichtig ist nur, dass ihr unter Wasser genügend ausatmet, damit ihr Überwasserzeit habt, um wieder einzuatmen. Ihr müsst euren Kopf auch nicht allzu weit aus dem Wasser rausdrehen. Es reicht, wenn man die Nase auf die Wasseroberfläche legt, um einzuatmen. Also unter Wasser ausatmen und sobald der eine Arm sich nach hinten bewegt, Kopf zur Seite drehen, einatmen. Und wenn der Arm wiederkommt, Kopf einfach mitdrehen und unter Wasser ausatmen. Und jetzt einatmen. Der Arm kommt. Kopf dreht sich automatisch mit nach unten zum Ausatmen. Wenn ihr den Kopf nicht schnell genug dreht, kann es natürlich passieren, dass ihr euch vom Arm her eine kleine Welle Wasser in den Mund reinschaufelt, euch verschluckt und dann könnt ihr den ganzen Spaß abbrechen. In dem Fall rate ich euch einfach, den Arm ein Stückchen höher stehen zu lassen, um mehr Zeit zu haben, um einzuatmen. Wir schauen uns das jetzt hier nochmal von der anderen Seite an. Da sieht das genauso aus. Da komme ich sogar noch weniger aus dem Wasser raus. So, der Kopf dreht sich zur Seite, einatmen. Jetzt kommt der Arm, der Kopf dreht sich mit dem Arm unter Wasser. Natürlich habe ich euch noch eine Übung reingepackt, wie ihr das Ganze üben könnt. Und zwar macht ihr einfach Kraulbeine. Ein Arm zeigt nach vorne, der andere liegt am Körper angelehnt und ihr atmet einfach zur Seite ein und unter Wasser wieder aus. Sollte euch diese Übung zu anstrengend sein, was ich durchaus verstehen kann, dann zieht euch einfach Kurzflossen an und ihr habt einen viel besseren Vortrieb und könnt das Ganze noch besser üben. Ihr könnt auch noch ein Schwimmbrett in der Hand nehmen, aber das ist nur optional. Wenn ihr hierzu noch Fragen habt, schreibt gerne einen Kommentar. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und teilt das Video auch auf jeden Fall mit euren Freunden. Habt einen schönen Tag, bis bald.